Ja, servus und herzlich willkommen zurück beim Joe, heute zu einem weiteren Biertest. Und zwar geht es um das Krombacher Weizen alkoholfrei. Wie gesagt, ich bin natürlich dem alkoholfreien Versionen nicht abgeneigt, um auch wirklich während der Woche mal das eine oder andere trinken zu dürfen, ohne ein viel zu schlechtes Gewissen zu haben. Deswegen liegt mir das immer im Herzen, das auch mal ein bisschen zu testen. Und ja, gutes alkoholfreies Weizen kann nicht schaden. Deswegen testen wir heute die Version von Krombacher. Es gibt von Krombacher, glaube ich, auch noch die Version als 0,0 Weizen. Das ist jetzt erstmal nur die alkoholfreie Version, die dann ja noch bis zu 0,5% Alkohol enthalten darf. Ja, Krombacher Brauerei, glaube ich, kennt jeder, mit einer der umsatzstärksten, glaube ich, in Deutschland. Vor ein paar Jahren, das weiß ich noch von meinem alten Video vom Krombacher Pilz, wurde sie dann von der Schweppes GmbH übernommen. Ja, aber jetzt geht's hier rum. Ich lese mal vor, was hinten drauf steht. Erfrischend, isotonisch, natürlich. Das Krombacher Weizen alkoholfrei. Der ideale Durstlöcher auch nach dem Sport. Enthält weniger als 0,5% Alkohol. Typisch vollmundig fruchtiger Weizengeschmack. Bei reduziertem Kaloriengehalt durch Alkoholreduktion. Die Zutaten sind Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Gärungskohlensäure, Hopfen, Hopfenextrakt und Hefe. Also wirklich eine lange Zutatenliste. Die natürlichen Zutaten können sich am Flaschenboden absetzen. Gebraut nach deutschem Reinheitsgebot, mit Felsquellwasser gebraut, am besten gekühlt. Genießen. Ja, dann sind wir jetzt mal gespannt, wie wir das Ganze finden. Wir machen es erstmal auf. Oder vom Design her, wir können ja erstmal aufs Design achten. Ja, typisches Krombacher Design, ist uns allen bekannt. Ich mag die Farbe, also dieses Gelbliche passt natürlich zum Weizen, ist auch prägnant. Also ist in Ordnung. Also, aber wie gesagt, wie wir es immer wieder darauf hinweisen, darum geht es hier ja nicht. Es geht um die inneren Werte. Und die müssen jetzt überzeugen. So, der erste Geruch. Weiß jetzt nicht, ob es an meiner Nase riecht, liegt, aber im Moment rieche ich recht wenig. Ja, leichte Süße, aber ist nicht viel zu riechen. Mal gucken, ob sich das jetzt beim Geschmack ändert. Ja. Sehr viel Kohlensäure. Deswegen hat es einen sehr erfrischenden Effekt. Bisschen Süße, also ich würde eher sagen mittelmäßig süß. Also man schmeckt schon deutlich. Ja, ein bisschen hefig, malzig, würde ich sagen. Ansonsten sehr leer jetzt in der Mitte. Da kommt nicht viel. Es ist süffig. Ist auf jeden Fall süffig. Ich finde es natürlich immer schwierig, die alkoholfreien dann so richtig vergleichen zu können. Für ein alkoholfreies finde ich es jetzt ganz lecker für ab und zu. Es ist mir noch ein bisschen zu süß. Es ist mir noch ein bisschen zu sehr Softdrink. Aber es ist schon in Ordnung. Es ist schon in Ordnung. Also man kann es durchaus trinken. Ja, ich will es jetzt gar nicht zu schlecht machen, weil es geht ja wie gesagt auch um alkoholfreies. Da muss man einen anderen Maßstab vielleicht auch setzen. Hier sehen wir nochmal, seit 1803 gibt es ja die Krombacher Brauerei. Also es ist in Ordnung, ist vor allem sehr fruchtig, spritzig, hat sehr viel Kohlensäure, dadurch sehr erfrischend, ja. Also das macht's gut. Man schmeckt natürlich sehr wenig irgendwie, also
Es ist sehr, sehr wenig, was man da festmachen kann an Geschmack. Ja, aber wenn alkoholfrei ist, schon in Ordnung. Gibt sicherlich noch bessere, obwohl ich jetzt auch nicht so viele kenne. Alkoholfrei, aber wie gesagt, vor allem unter der Woche, an den ein oder anderen Tagen, wenn man dann doch keins mittrinken kann oder möchte, dann kann das schon ein guter Ersatz sein. Also schreibt es mal in die Kommentare, habt ihr es schon getrunken? Seid ihr ähnlicher Meinung oder ist es vielleicht sogar euer Favorit? Schreibt es mal in die Kommentare und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.